Hallo, mein Name ist Felix Hartl und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Archiv Grub. Das Archiv wurde 1905 gegründet und ist das älteste deutsche Wirtschaftsarchiv. Heute befindet es sich im Eigentum der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Seine Bestände stammen aus der Geschichte des Krupp-Konzerns, der 1811 gegründet wurde, sowie von der Familie Krupp. Das Archiv verwahrt Akten, Geschäftsbücher und Pläne, aber auch Ton- und Filmträger, museale Objekte. Die Bestände haben aneinandergereiht eine Länge von rund 10 Kilometern. In diesem Datensatz werden die Jahrgänge von 1920 bis 1929 der Werkszeitschrift der ehemaligen Firma Krupp zur Verfügung gestellt. Die sogenannten Kruppschen Mitteilungen dienen als Sprachrohr innerhalb der Firma und berichten über Projekte des Unternehmens, Staatsbesuche, Jubilare und Stellenangebote. Die Zeitschrift soll zu einer Reise durch die Firma Krupp vor ca. 100 Jahren einladen und die Zeit der goldenen 20er aus Sicht eines Weltkonzerns widerspiegeln. Erste Ideen für die Umsetzung wäre ein interaktives Board oder ein digitaler Einblick in das Leben der damaligen Arbeiterschaft.